Trainer, wir kommen gerade retour von diesem Testspiel gegen Slowacko. Es war, die Welt ist untergegangen, arge Witterungsbedingungen. Wichtigsten, glaube ich, auch für dich, dass alle fit geblieben sind. Ja, keine Verletzten, Stand jetzt. Gut durchgekommen, Spiel gewonnen, war zwar natürlich schon arge Bedingungen, aber ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht. Ich glaube, die erste Hälfte kann man auch sportlich noch sehr seriös beurteilen. Da war die, wie sagt man so schön, der Platz noch gut bespielbar, dann hat es halt geschüttet, das wie. Viele Torchancen. Zweimal Aluminium, ein paar Mal der Torhüter gerettet. Ist das was, dann ärgert, dass wir da ein bisschen die Führung zwei, dreimal fahrlässig klingeln lassen? Ja, in der Halbzeitpause haben wir uns schon geärgert, dass wir nicht in Führung liegen. Wir haben uns gute Torchancen herausgespielt, gute Situationen auch. Auch die Sachen umgesetzt, die wir im Training uns erarbeitet haben, da bin ich mit zufrieden. Auch wie wir die Struktur angelegt haben, das hat ganz gut gepasst. Aber natürlich wäre es wichtig, dass wir dann auch so in Chancen dann auch mal ein Tor machen und dann zur Halbzeit in Führung liegen, weil dann spielt es sich einfacher, dann spielt es sich ruhiger und trotzdem haben wir es am Ende dann zum Glück noch gewonnen. Auch den Neuzugang hast du gleich nach 48 Stunden debütieren lassen, hat auch fast getroffen, ich glaube auch einmal die Latte getroffen, war zufrieden mit ihm? Ja, war sehr aktiv, hat sich immer ganz gut gezeigt, hat auch zwei richtig gute Torchancen, wo er sich selber wahrscheinlich ärgert, dass er die nicht reingemacht hat und man hat gesehen, dass er uns gut tut und uns helfen kann. Dann sagen wir vielen Dank. Auch du bist ein bisschen durchnässt, ist gar nicht anders gegangen. Danke, dass du trotzdem noch Zeit genommen hast und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.